Und über die ökonomischen Zukunftsperspektiven Deutschlands sprachen wir mit dem Wirtschaftsprofessor Anthony Müller. Es gibt ja immer etwas auszusetzen an so mancher Regierung. Aber was im Moment abläuft, ist etwas extrem. In dem Sinne auch, dass es natürlich alle Erwartungsbildung, solide Erwartungsbildung fast unmöglich macht. Man hat keine Perspektive. Man weiß nicht genau, welche neuen Pläne die Regierung vorhat. Wenn sie was vorhat, auch wenn es kritisiert wird, wird es durchgesetzt gegen den Willen oft der Mehrheit. Und es kommt natürlich noch hinzu, neben der Regierung gibt es auch eine enorme Verunsicherung durch die Geldpolitik. Das heißt, wir haben zwei große Quellen der Verunsicherung und die logische Folge davon ist, dass eine Art Paralyse in der Wirtschaft entsteht. Einige sagen, wir hätten den sogenannten Point of No Return schon überschritten. Es ist zu lange in eine falsche Richtung gegangen. Der erste Schritt müsste natürlich sein, und das ist schon die erste Hauptschwierigkeit, und ohne das läuft es überhaupt nicht, ein Geisteswandel, eine neue Denkhaltung. Und diese neue Denkhaltung wird ja heute und schon seit Jahrzehnten immer mehr verbaut durch eine Medienlandschaft, die eigentlich den Menschen etwas Falsches einredet. Es werden Hirngespinste vorgestellt. Es wird kein Realitätssinn mehr vermittelt. Es wird, werden Illusionen vorgegaukelt. Das heißt, es muss ein Realitätssinn wieder einkehren. Und leider ist es oft so, dass dieser Realitätssinn dann wiederkommt, wenn wirklich die Sachlagen sehr schlecht werden.